Donauwörth lebt. Neben den knapp 20.000 Einwohnern besuchen jährlich rund 500.000 Tagesgäste die Stadt. Denn Donauwörth liegt touristisch einfach sehr zentral. Donauwörth ist Verkehrsknotenpunkt und hier kommen eben viele Verkehrswege zusammen und daher sind hier auch in der Stadt sehr viele Städtebummler, Radreisende, Wanderer, Pilger anzutreffen. Und der Tourismus ist für Donauwörth ein wichtiger Wirtschaftszweig. Viele historische Sehenswürdigkeiten und kunsthistorische Kostbarkeiten locken die Menschen nach Donauwörth. Aber auch wer die Natur liebt, kommt voll auf seine Kosten. Denn die Stadt hat geografisch eine einmalige Lage. Wir haben in jede Himmelsrichtung eine andere, charakteristisch unterschiedliche Landschaftsform. Nach Norden ist es der Geopark Ries, das ist ein Meteoritenkrater. Nach Süden die Donau-Lech-Ebene. Nach Westen schließen sich die sanften Hügel der Schwäbischen Alb an. Und nach Osten natürlich der steile Berghang des Frankenjuras. Berghang ist vielleicht ein bisschen für Donauwörth zu viel, aber es sind halt steilere Hänge hier am Frankenjura. Und da lässt sich's natürlich gut radeln, gut wandern, weil man immer was anderes erleben kann. Und an jedem Tag, wenn man hier ist und als Domizil Donauwörth gewählt hat, natürlich jeden Tag eine andere Fauna, eine andere Flora und auch eine andere Landschaftsform erleben kann. Wer seinen Urlaub also aktiv verbringen will, der ist in Donauwörth genau richtig. Denn es ist für jeden etwas mit dabei. Wir haben 5 Flüsse in der Stadt, Klettern, wir haben eine Kletterhalle, dann der 18-Loch-Golfpark Gut Lederstadt, hier wunderschön auf den Kammhöhen des Frankenjuras gelegen oder natürlich auch unser solarbeheiztes Freibad. Das sind alles so Dinge, die die Gäste zum aktiven Urlaub hier einladen. Für Golfer ist vor allem der Golfpark Donauwörth ein beliebter Anlaufpunkt. Wunderschön in hügeligem Gelände gelegen, bietet der 18-Loch-Golfplatz nicht nur einen Ausblick bis zu den Alpen, sondern auch optimale Bedingungen für die Spieler. Wer lieber Indoor-Sport betreibt, für den gibt es in Donauwörth den Kraxelstadel, eine Kletterhalle für Anfänger und Fortgeschrittene. Auf 15 Metern Wandhöhe kann auf gut 700 Quadratmetern geklettert werden. Besonders beliebt bei den Besuchern ist natürlich die Reichsstraße, das Herzstück Donauwörths. Sie gilt als eine der schönsten Straßenzüge Süddeutschlands. Ein kleiner Geheimtipp ist die Insel Ried. Hier herrscht einfach ein wunderschönes Flair, egal ob im Sommer oder im Winter beim romantischen Weihnachtsmarkt. Für Besucher gibt es also viel zu entdecken. Und vor allem, überall in Donauwörth herrscht bayerisch-schwäbische Gastfreundschaft. Die Hotellerie- und Gastronomiebetriebe in Donauwörth sind sehr leistungsstark. Hier wird die bayerisch-schwäbische Gastlichkeit, die so sprichwörtlich ist, auch groß geschrieben. Hier gibt es moderne Hotels, aber auch traditionelle Gasthäuser. Hier gibt es gut frequentierte Kneipen, hübsche Cafés. Kleine Pensionen, hier ist einfach alles für jeden und jedermann und für jedes Reisebudget vorhanden. Und vor allen Dingen sind alle Gäste herzlich willkommen. Die große Kreisstadt Donauwörth, eine Stadt mit modernem Flair, die sich aber trotzdem ihrer Geschichte und Tradition verbunden fühlt und immer einen Besuch wert ist.